Jeder liebt ihn, jeder kennt ihn und eine Umarmung von ihm soll jeden Liebe und Wärme bringen. Die Rede ist von Huggy Wuggy, dem einst friedlichen Biggerbody, der nur durch den Prototypen zu einem Monster wurde, das er nie sein sollte. Lasst uns gemeinsam in die Geschichte hinter Huggy eintauchen und schauen, warum Huggy zu dem wurde, was er am Ende war. Gebt dem Like-Button eine dicke Umarmung und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Huggy Wuggy ist ein 5,40 Meter großes, blaues, humanoides Biggerbody-Experiment, das die Nummer 1170 trägt. Er hat ein freundliches Gesicht mit großen runden Augen und einen großen Mund, der ein Lächeln darstellt. Huggy hat ein blaues, etwas kuscheliges Fell, das seinen ganzen Körper bedeckt und ihn etwas wärmer erscheinen lässt. Seine feindliche Biggerbody-Version unterscheidet sich nicht sehr stark von Huggys normaler Version. Man sieht nur eine Änderung an seinem Mund, der jetzt offen ist und mehrere Reihen spitzer Zähne hat, die seine Gegner stark verletzen können. Seine Nightmare-Version hingegen hat einige Änderungen bekommen. Sie sieht diabolischer, verzerrter und aggressiver aus, wie Huggys normale Form. Er hat große Hände und Füße, auch sein Mund zeigt hier mehr Zähne und ein großes, breites Grinsen. Seine Augen fehlen hier auch, nur die Augenhöhlen sind zu sehen. Huggy Wuggy ist ein aufgewecktes, fröhliches Spielzeug, sehr gehorsam und war zu jedem, dem er begegnete, sehr freundlich. Kinder beschützte er und achtete immer genau darauf, dass diesen nichts passiert. Im Grunde war Huggy sehr liebevoll und nur aggressiv, wenn man ihm feindselig gegenübertrat, was man im Video Restricted VHS Tape von 1992 sehr gut sah. Dass Huggy bekannt für seine Gehorsamkeit war, erfahren wir im Log 08502. Hier wird ausdrücklich vermerkt, dass Huggy ein sehr gehorsames Biggerbody-Experiment war. Der Zweck, für den er erschaffen wurde, war einfach. Er sollte platonisch Liebe durch Umarmung verteilen. '84 wurde Huggy von Playtime Co. erfunden und wurde sehr schnell zu einem Riesenerfolg und dem beliebtesten Spielzeug, was je verkauft wurde. Er wurde zu einem der charakteristischsten Spielzeuge der Playtime Co. Sein weibliches Gegenstück Kissy Missy wurde 1985, ein Jahr später, erfunden. 1990 wurde die Biggerbody-Initiative gestartet, in dem zahlreiche unethische Experimente an Waisenkinder der Playcare durchgeführt wurden. Huggy Wuggy ist eines dieser Experimente und auch bekannt als Experiment 1170. Seine Aufgabe bestand darin, für die Sicherheit in der Fabrik zu sorgen. Huggy gelang es 1992 durch eine offene Tür aus der Fabrik zu entkommen. Zwei Mitarbeiter sahen die schnelle Flucht und lösten Alarm aus. Huggy Wuggy schaffte es, eine halbe Meile weit sich zu entfernen, bis ein Überlebensteam eingesetzt wurde, um ihn zurückzuholen. Einer der Angestellten fuhr durch den Wald und versuchte, Huggy einzuholen. Er hielt schnell an, als er auf ihn stieß und sah, wie Huggy im Wald herumirrte. Huggy sprang schnell und aggressiv durch die Windschutzscheibe des Autos, was den Angestellten schnell in Panik versetzte, und er versuchte, Huggy mit Betäubungsfallen zu erschießen, traf ihn dabei sogar, aber starb durch Huggy Wuggy. Dem Sicherheitsteam gelang es kurze Zeit später, Huggy an einen Bahnübergang zu umzingeln und mit einem Betäubungspfeil am linken Bein zu treffen. Huggy schaffte es aber hier auch wieder zu fliehen. Der Suchradius für Huggy Wuggy wurde hiernach erweitert, was für die Funkgeräte eher problematisch war, da sie auf dieser Reichweite kaum funktioniert. Um 23.34 Uhr fand einer der Mitarbeiter einen Rehkadaver, hörte dann ein kurzes Knacken und Knirschen und wurde dann von Huggy Wuggy bedrohlich angestarrt. Es wird auch hier angedeutet, dass der Mitarbeiter gestorben ist. Es wurde bestätigt, dass Huggy 5 Mitarbeiter getötet und sie wahrscheinlich gefressen hat. Ein 6. Mitarbeiter war immer noch vermisst. 4 Stunden nach dem Angriff auf den Mitarbeiter zeichnete die Kamera immer noch auf. Man hört hier Huggy Wuggy schreien und Sekunden später wurde bestätigt, dass er erfolgreich eingefangen und auf dem Weg zurück in die Fabrik sei. Nach diesem Vorfall verfasste Late Pierre ein Dokument, in dem er erklärte, wie Huggy Wuggy durch das Belüftungssystem entkommen konnte und dass seine Gefangennahme reines Glück gewesen ist. Er schloss das Dokument mit der Bemerkung ab, dass weder er noch die Innovationsabteilung mit den Geschehnissen der Nacht glücklich seien. Das VHS-Tape endet mit Huggy Wuggy, der vor einem Vorstadthaus steht, vermutlich ein altes Pflegeheim, was darauf hindeutet, dass die Waisenseele von Huggy nur verängstigt war und nur an einem vertrauten Ort zurückkehren wollte. Im Video von The Hour of Joy sehen wir, was an diesem Tag geschehen ist. Nach einer Notfallwarnung auf allen Fernsehern und elektronischen Geräten werden alle Angestellten aufgefordert, sich Schutz zu suchen und die Fabrik zu evakuieren, und es beginnt das sinnlose Massaker der Biggerbodies. Hier wird stark angedeutet, dass der Prototyp Huggy Wuggy so beeinflusste, dass er alle Angestellten gedankenlos niedermetzelt und keine Gnade zeigt, egal ob schuldig oder nicht. Wir sehen hier, wie Huggy Wuggy die Angestellten wahllos angreift. Da Huggy in der Fabriklobby zu finden ist, besteht auch die Möglichkeit, dass er Zivilisten getötet hat, da er diese nicht von den Angestellten unterscheidet. Da wir wissen, dass Huggy Wuggy sehr gehorsam ist, macht er alles, was der Prototyp ihm befiehlt.
Somit wurde er vom Prototypen beauftragt, die Fabrik zu schützen und niemand am Leben zu lassen, der es auch nur wagt, die Fabrik jemals wieder zu betreten. Huggy Wuggys Jumpscare endet in einer festen Umarmung des Spielers wie seine Hauptaufgabe in der Fabrik. Huggy Wuggy wurde nicht von einem Tier inspiriert, sondern unironischerweise von Sour Patch Kids. Kissy Missy ist laut ihrem Profil die bessere Hälfte von Huggy Wuggy, was sowas wie einen Ehepartner darstellt. Huggy ist der einzige Antagonist, der in Kapitel 3 als Nebenantagonist wieder auftaucht. Ich hoffe, euch hat Huggy Wuggy's Story gefallen und ihr konntet ein wenig mehr über ihn erfahren. Lasst euch fest von Huggy umarmen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye bye.